sind wir wieder direkt mit der Action. Ja, mit der Action. Duckt. Oh. Das hatte ich nicht im Kopf, dass ich keine mehr von denen habe. Wir haben kein gehärtetes Kupferglas mehr, okay. Brauchen wir wieder Obsidian und Kupfer. Haben wir denn noch Obsidian in Staubform? Oh ja, haben wir noch. Und dann brauchen wir noch den Baren, den wir am meisten haben. Das ist Kupfer. Ist das Verhältnis? Okay. Geht auch mit dem Baren, oder? Ja. Burnen. Burnen dran, ne? Ah, das darf ich dann sehr wahrscheinlich alles rausziehen, okay. Noch ein bisschen mehr Redstone da rein. Komm schon, der hat gesagt, 10 Glas brauche ich. Ei mehr. Wasser mal bitte weg. Und die Lerneimer auch. Ach ja. Okay, weil. Das da. Und hier. Das da. Einfach damit er nicht leer gezogen wird. Ah, steckt noch genau ein Eimer drin, okay. Ja. Wo schifft man den jetzt am besten aus, dass er am wenigsten anstellt hier in der Ecke? Dann ändern wir das um und hauen rein. Ja, das ist eine ganz besondere Flüssigkeit, die fließt nämlich einfach gegen die Schwerkraft, deswegen sind die Eimer umgedreht. Deswegen hält unser Charakter die Eimer umgedreht in seinem Menü. Also, Dukt. Steck. Go. Oh, das Steck ist ja voll schön fertig. Umtauschen. Werden die voll. Was machen wir jetzt damit? Kann man aus dem Glowstone einmal denn was eigentlich was herstellen oder so? Irgendwas machen Sinnvolles? Man braucht es für. Lumi-Mischung. Ach stimmt, ich kann das ja nicht nachgucken, was man aus Eimern herstellen kann, weil das irgendwie dumm ist. Ich brauche mehr Eimer. Tut mir leid, aber ich brauche mehr Eimer. Und mehr Eisen brauche ich auch. Sand. Habe ich denn Sand noch so hier drin? Ja, habe ich. Aber jetzt Stack Sand und holen wir uns Eisen. Hier sind jetzt alle unverzaubert. Ja, genau. Ah, die ist beschädigt, die kann ich jetzt erstmal noch nicht verwenden. So.
Okay, der Rest muss einfach irgendwie raus. Down. Ich glaube nicht, dass da noch so viel von dem Glowzone-Zeug drin war, wenn das alles eigentlich schon da drin ist. Was genau machen wir jetzt mit dem, was da noch drin ist? Wie kann man dann daraus noch machen? Ah, warte. Nein. Ja, aber wie viel braucht man denn bei einem von diesen anderen Dingern, die ich habe, bei diesen Itemdukten? Warte, hier. Da kommen wir 200 rein. Ich habe noch 400 da drin. Ah, ne, 800. Item. Ah ja, genau, das sind die da, Signalium, genau, das sind die da hier. Item. Und den hier brauchen wir noch einen. Auch wenn da drei rauskommen, wir brauchen nur noch eins, und dann ist der voll. Genau, und dann fängt das hier an, sich mit Redstone zu füllen. Da kann ich das hier reinhauen. So, rein damit. Ah ja, habe ich eine Schaufel reingetan, richtig? Da kommt natürlich nur eine Eisen raus, weil in der Eisenschaufel steckt nicht viel mehr drin als in Eisen. Ich nur ein Stack bauen kann, aber ich nur ein Stack. Die Kabel, die braucht man in Massen. Ich glaube, in den Strukturdukten lasse ich auch nochmal eine Ladung herstellen. Auto-Input aktivieren. An diese Vorderseite einstellen, oder? Ist halt doof, weil ich jetzt keine Kiste hier dran machen kann oder so. Haben wir noch Phantom Faces? Ja, ich bin schon witzig. Lohnt sich auf die Entfernung? Lohnt sich. Jut. So, ich pack da noch ein bisschen mehr Redstone rein. Machen wir nochmal einmal voll. Und dann Redstone, den kannst du gerne da reinhauen. Der Blue Moon geht auf. Schon wieder? War doch erst in der vorletzten Folge, oder nicht? Ich hab da jetzt erst zwei Folgen aufgenommen. Ja, vorvorletzten. Whatever. Auf jeden Fall war das jetzt eigentlich nicht so lange her. Brauche ich eigentlich nicht schon wieder Spaß im Stau. Warum auch immer ich das jetzt gesagt habe, das hat eigentlich nichts mit Blue Moon zu tun.
So. Warte, da. Unten sind noch. Da ist noch ein Weg nach Vatania City, den wir gehen müssen. Ja, da führt's nach Vatania City. Ach. Sehe gerade. Ich habe jetzt wieder ein Stückchen Wilderness. Weil das hier war ja alles, das war ja alles meins. Das habe ich ja alles so selected, dass mir die ganzen Solarpanels, die ganzen Dinger hier drin sind. Aber hier ist jetzt nicht mehr so. Also, nein, nicht die Map. Müssen wir eh. Claim Chunks. Hier stehen welche. Hier stehen welche. STRG. Nein, Shift. Shift. Jungle loaded. Also. Naja. Eigentlich hat er schon ziemlich das Beste, was er haben kann. Solium Dagger. Ja gut, dann haben wir wieder ein bisschen Spaß. Ich will ja bald noch die anderen Dinger haben, dass die Gegner mich nicht mehr angreifen. Wie die anderen Gegner. Also von dem her. Mir das ganz gelegen. Gut, der greift mich sowieso nicht an. Aber trotzdem kann ich seine gebrauchen. Vor allem nehmen die mit ihrem Leben das Spawnfläche weg. Oh. Wo ich sagen muss, das ist eigentlich nicht schlecht, dass ich die Spawnfläche wegnehme. Ich lasse die jetzt noch am Leben. Weil ich tue die Gegner ja auch nicht one-hitten. So stark bin ich ja dann leider doch nicht. Okay, der ist weg. Das war ein Teleport-Creeper. Geht sogar für Cyber-Zombies. Wizard Witches und Wizard Cats. Boah. Ich hoffe, die Wizard Witches zählen in diesem Sinne auch wie eine normale Witch. Ich bin mir halt nicht sicher, wie die NPCs, was das angeht, programmiert sind. Zumindest die Cyber-Zombies sind ja soweit gesehen anscheinend als normaler Zombie programmiert, dass sie auch dazu zählen. Sonst lassen sie mich auch in Ruhe. Okay, krallen wir uns mal wieder ein Baguette. Baguette im Blut. Warte, wie lange hält er noch? Kann ich vielleicht auch wieder was essen? Irgendwas anderes? Das da. Dann noch ein Brot und dann noch das da. Es ist ganz lustig. Schau dir mal diese Potion hier an. Da steht zwar Minecraft da, aber die kann man, die ist quasi durch einen Mod hinzugefügt. Weil normalerweise kann man den Effekt Ausdörrung, das ist sowieso Effekt, nicht in dieser Form bekommen. Also den kannst du nicht so normalerweise. Als Potion, weil das ist ja der Effekt, der fucking Wizard-Effekt, verstehst du? Das ist schon ein bisschen krass. Habe ich noch andere Schilde dabei? Ja, habe ich. Mir gehen meine Schilde so schnell nicht aus. Ich muss mal kurz irgendwo, wo es ein bisschen ruhiger ist, mal eben runterspringen. Okay. Anscheinend ist es hier nicht ruhiger, wenn hier schon gleich ein Blitz vom Himmel runterschlägt. Ah.
Was auf jetzt ein Drop? Also zumindest sind mir die Zombies lieb gesandt. Ich glaube, die Wizard Cats, die sind ohne die Wizard Witch auch nix. Also die sind quasi nicht gefährlich ohne die Wizard Witch. Warte, das Herz wollte ich aufheben. Ich weiß zwar nicht, welcher Gegner das macht, aber ich bin kein Fan davon. So, ich muss ein paar Mob-Drops wieder loswerden, weil ich nichts mehr aufheben kann. Ah, mal schauen, ob das im E-System noch anders. Ob das da hinten genug Windräder sind, das ist im E-System anders. Ja, es ist genug, das ist gut. Das weg, das weg, das, 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 das da ist auch. Brauche ich eher Platz zum Obdrop, das auch. Die da auch. Rüstung habe ich, glaube ich, eh noch mehr als genug Energie drin, dass das nicht das Problem sein sollte. Also. Ach, der Effekt hat jetzt echt reingehauen. Mal sagen. Mal so eine Kokosmilch. Danach noch eine Ofenkartoffel. Und danach vielleicht noch ein Keks. So, die würde jetzt immer recht gut reinhauen. Also die Kokosmilch ist ziemlich gut vom Ding in Zell, weil der einfach so viele Hungerkeulen drin hat. So viel Sättigungswert. Echt nicht unbedingt schlecht. Ich weiß nicht, warum ich hier oben kämpfe. Aber ich finde es ja ganz schön. So, bye. Okay, es wird wieder Tag, wie ich sehe. Also eigentlich ist es mir ja hier unten eh recht egal, aber trotzdem. Was soll denn das? Okay, sieht auch okay aus, wie es jetzt platziert wird. Nein, das ist nicht wegen dem Down. Warte, das war so ein Creeper. Warum denn? Diese Gegner. Ich finde es ja schön, dass der Enderman stark ist, aber das übertreibt schon gerade ein bisschen. Weil auch die ganze Zeit Creeper vorbeikommen. Ja genau, du da. Der Golem ist auch vollkommen seltsam, weil der einfach gar keinen Knockback hat. Dass man die Enderman wegstoßen kann. Das ist. Also langsam geht's auf den Sack. Ich weiß gar nicht, dass es das gibt.
Ein Enderman töten wir jetzt aber im nächsten Part. Also würde ich sagen, wir werden ihn nicht vergessen. Und. Oh. Tschüss.